Golden Blondes. Heute geht es um eine spezielle kleine Leicester Edition. Wir sind zu Gast bei Dr. Michael Schmidt-Kulbe hier auf dem Kudamm. Er ist zuständig für Anti-Aging und ästhetische Medizin und weiß genau, wer von den Promis was hat machen lassen. Und da wollen wir mal direkt nachfragen. weil alle Welt diskutiert über Verona Poth. Was ist mit diesem Gesicht passiert? Ja, die Lippen sind zu dick. Shit happens, habe ich gesagt. Ja, aber ich meine, wie kann denn so ein Unfall passieren? Ich meine, welcher Arzt macht denn sowas? Es gehören immer zwei dazu. Es gibt nie, dass ein Arzt einfach reinspritzt, ja, die Unterlippe und das, wer macht dann die Oberlippe noch freiwillig, wenn ich das nicht hätte haben wollen? Und ja? Ich bin der Meinung, es ist eine Marketingstrategie. Inwiefern? Mal wieder in der Öffentlichkeit richtig fett rauszukommen. Das baut sich ja wieder ab nach einer Zeit. Und ich meine, die größere Schlagzeile neben den Oscars hatte Verona dadurch, finde ich. Also ich finde, das ist eine super nette Frau, aber die hat natürlich die Presse jetzt gerockt mit diesen Lippen. Und ich, wenn man strategisch gut aufgestellt ist, und ich finde, das ist sie durchaus, könnte da schon eine kleine Strategie gewesen sein, wie kriege ich Aufmerksamkeit, okay, boom. Wäre so die Idee von mir als kreativer Typ. Weil das kann man auch wieder abbauen, ne? Eigentlich. Ja, natürlich. Wenn ich heute zu dicke Lippen spritzen würde oder zu viel Wange spritze, das ist ja Hyaluronsäure-Filler. Ja? Und Hyalase löst Hyaluronsäure auf. Also, wenn heute jemand bei mir hier rausgeht und sagt, die Lippe ist zu dick oder die Wange ist zu, ne, Minigolfball da drin, dann sage ich, kommst du morgen wieder, spritzen wir rein und eine halbe Stunde später ist es weg. Also sie hätte gar nicht so in den Flieger steigen müssen. Ja, morgens um sechs meinetwegen, nicht? Early Doc Termin und sagen, mach mal eben weg, bitteschön, dann wäre das weg gewesen. Ja, wir fragen uns ja sowieso, wir Berlin Blocks irgendwie, haben alle Leute, die einen Pony haben, jetzt irgendwie ein Lifting oder irgendwas, was ich was gemacht, ist das so ein Erkenntnis? Das überhaupt nicht. Ja, also intern ist das, sagen wir aber, das aber immer. Warum, erklären Sie es mal, was passiert denn da? Früher hat man immer Schnitte im Haar gemacht, ja, und es wurde mit jedem Lift oder jedem Stirnlift rutschte der Haar und dann weiter nach hinten. Gucken Sie jetzt zu mir, nein, ich habe eine hohe Stirn. Wenn ich jetzt noch, ja, aber das sieht man hier an der Seite, sonst wäre das an der Seite auch schon nachher. Da ist nichts geschnippelt. Außerdem kriegst du einen Pferdeschwanz und die Leute, die so ein Lifting haben, die haben ja immer diesen Knubbel hinterm Ohr. Dann gibt es sowieso, ja, nicht, oder? So, und das macht man nicht mehr. Sophia Loren sagt, man hat nur noch Haare von hier, wie ein, wo früher der Mönch die Tonsur hatte, hat sie Haare, weil alles nach hinten, ist und geht nur mit Vollperücke. Ja, kann ich bestätigen, steht in meinem Buch drin. Ich war bei der Oscar-Verleihung, sie stand neben mir, die Perücke war nach hinten gerutscht, ja. Kann man nachlesen und dann habe ich mir gedacht, ey, warum, jetzt so viele Leute um sich rum, warum geht keiner hin und zieht dir die Perücke ein Stück wieder nach vorne runter? Saß hier oben und sieht aus wie Naomi Campbell, die hat ja auch nichts, ja, also die hat ja nur noch Perücken und so. Und der Haarensatz für Loren saß ungefähr hier. Und du hast einen ganz kleinen Vorhang gesehen und die Brücke war hingerutscht. Kann man nachlesen. Das ist durchs Lift. Bin ich Zeuge. Ja, das ist immer mehr. Und jetzt, damit man das vermeidet, wird jetzt am Haaransatz geschnitten. Das heißt, die Haare werden quasi nach vorne geholt oder bleiben am Platz. Oh. Die Stirn nach oben. So, und wenn hier jetzt natürlich die Nähte sind und der rote Narbenstreifen ist, dann trägt man was? Pony. Ja, klar. Oder ja, man sagt, man hat zu intensiv mit den Kindern Indianer gespielt. Aber nicht wochenlang. Nicht wochenlang. Und wenn Sie dann jetzt irgendeine sogenannte Promi sehen, die ja bis eben noch die Haare zurück hatte oder offen hatte und auf einmal trägt die Wochen und Monate lang Pony. Und der dann so, auch unform, der ja, und ist auf einmal zack, bewegungsunfähig auch dabei. Wie würde ich denn so aussehen, wenn das jetzt so wäre? Ja, wie würden wir alle aussehen? Das wäre. Ja, ja, künstlich, völlig künstlich. Total. Ja, aber faltenlos und auf dem Foto wirkt. So. Kannst du auch gar nicht richtig essen, ne? Richtig. Aber ich finde es ja eh schwierig, ne? Ich finde ja, also wenn man es macht, soll jeder entscheiden, wie er will, aber er soll es zugeben, finde ich. Also er muss ja nicht drüber reden, er muss nicht hinstellen und sagen, ich war's. Aber ich meine, man sieht es mal als Kind. Also, und das, aber ich finde es ganz schlimm, wenn dann Kolleginnen von uns, die ja über 60 sind, ja, immer noch erzählen, ja, ich trinke 3 Liter Wasser am Tag. Die sind für uns Frauen, finde ich, das Schlimmste, was uns eigentlich passieren kann in diesem Bereich, weil die Männer natürlich dann auch zu ihren normalen Frauen sagen, die sich nicht im Ausland schnippeln lassen, jetzt trink doch bitte mal 3 Liter, dann siehst du auch so aus. Ja, das ist halt kein Zauberwasser, ne? Und dann gibt es vor allen Dingen einen Satz, ja? Wenn die sagen, wir trinken 3 Liter Wasser am Tag, dann sagen wir, ja, in unserem Wartezimmer.
Also vielleicht habt ihr den einen oder anderen Promi mit Pony gesehen oder ihr vermutet, der oder die ist auch geliftet. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Und wir geben euch Antworten von denen, wenn wir das auch glauben. Also wir wissen es natürlich auch. Genau, wenn Namen fallen, dann werden wir es bestätigen oder nicht. Genau. Ja. Wer sieht gruselig aus? Genau, wer gruselig aus. Das ist natürlich auch mal ganz schön. In diesem Sinne ganz natürlich. Scheiße. Bei uns bewegt sich alles.